Ja, die Studierenden finden das Konzept gut. Also mit einer Note würde ich wahrscheinlich sagen, sie bewerten es mit 2,0. Weil, also erstens finden sie es gut, dass die Materialien online stehen, die Vorlesungsvideos oder die Videos, die ich einsetze. Da sagen die Studierenden öfter, ja, das ist toll, weil dann können sie sich vor der Prüfung nochmal das ein oder andere Video anschauen, die ein oder andere Vorlesung nochmal anschauen. Das ist eigentlich gar nicht meine Intention, aber die Studierenden finden es gut, die Materialien auch vor der Prüfung nochmal zur Verfügung zu haben. Sie finden es gut, dass man in der Präsenz Zeit hat, um Fragen gemeinsam zu besprechen, dass man gemeinsam Aufgaben rechnet, dass Raum ist, um Probleme zu besprechen, die sie haben, dass sie nicht alleine gelassen werden mit ihren Problemen. Der einzige Nachteil, den Sie nennen, ist, dass Sie mehr Aufwand haben zu Hause als bei der traditionellen Vorlesung. Und da muss man sagen, bei der traditionellen Vorlesung verwenden Sie vermutlich zu wenig Zeit unter der Woche, um sich kontinuierlich mit den Inhalten zu beschäftigen. Und Flipped Classroom führt eben dazu, dass dadurch, dass man die Selbstlernphase als Lehrender strukturiert und vorgibt, was da zu tun ist, dass die Studierenden eben ja, dazu motiviert werden, sich kontinuierlicher tatsächlich von Woche zu Woche mit den Inhalten auch zu Hause zu beschäftigen. Und das erweckt bei den Studierenden den subjektiven Eindruck, sie würden zu viel zu Hause arbeiten. Ich sage immer, nee, ihr arbeitet jetzt genau richtig viel zu Hause.